Was wäre eigentlich passiert, wenn Harry Potter in Slytherin und nicht in Gryffindor einsortiert worden wäre? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Harry Potter, das Schulhäusersystem und ein beliebtes Was-wäre-wenn-Szenario, das die Fans seit Jahren beschäftigt. Was wäre, wenn Harry Potter, der Junge, der überlebt hat, nach Slytherin einsortiert worden wäre? Diese Frage ist deshalb so spannend, weil Harry der Inbegriff von Gryffindor ist und im Laufe der Serie bei zahlreichen Gelegenheiten seine große Tapferkeit unter Beweis stellt. Außerdem würde die Aufnahme von Harry in Slytherin den Verlauf der gesamten Serie verändern. Nun, zu Beginn der Bücher ist Harry ein unschuldiger, unterdrückter junger Mann. Er ist in der langweiligen Muggelwelt gefangen und hat keine Ahnung von der Welt der Zauberer. Und er hat wohl die schlimmsten Adoptiveltern, die man sich wünschen kann. Von Anfang an fühlt man mit Harry mit und man kann nicht umhin, an all die Dinge zu denken, die er bis zu diesem Zeitpunkt ertragen musste. Als Harry das richtige Alter für den Besuch von Hogwarts erreicht, bekommt er Hogwarts-Briefe mit der Post. Er ahnte nicht, dass der erste Eintrag in das Buch der Aufnahme sein Leben für immer verändern würde. Als sich die Hogwarts-Briefe zu häufen begannen, wusste Harrys Onkel Vernon genau, was los war und verbot Harry, einen der Briefe zu öffnen, obwohl sie an Harry adressiert waren. Glücklicherweise sind Dumbledore und Hagrid jedoch mehr als eingeweiht in Harrys Umstände und Hagrid übergibt Harry schließlich den Zulassungsbrief persönlich, um sicherzustellen, dass er über das bevorstehende Schuljahr informiert ist. Nach einer kurzen Erklärung von Hagrid, in der er die Welt der Zauberer vorstellt, reist Harry zur Winkelgasse, wo er all seine Schulsachen abholt. Zuerst ist es überwältigend, aber gleichzeitig auch aufregend, da es ein neues Kapitel in Harrys Leben bedeutet. Ein Kapitel voller Aufregung und Magie. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass Harry trotz seines Rufes noch kein starker Mensch war. Er hatte einen schweren Start in sein Leben, denn die einzigen Einflüsse, die er hatte, waren seine Adoptivfamilie, die schrecklich war und er muss sehr beeinflussbar gewesen sein. Schon bald findet sich Harry im Hogwarts-Express wieder und teilt sich ein Abteil mit dem etwas schüchternen, aber freundlichen Ron Weasley. Gemeinsam machten sich Harry und Ron zum ersten Mal auf den Weg vom Bahnsteig 9¾ der King's Cross Station in London nach Hogwarts. Doch Harrys bisher ruhige und verwirrende erste Reise nach Hogwarts verläuft nicht ohne Auseinandersetzungen. Kurz nachdem Harry und Ron sich vorgestellt haben, platzen Draco, Crabbe und Goyle in ihr Abteil, neugierig, ob es stimmt, dass der Harry Potter nach Hogwarts kommt. Nachdem sie Ron wegen seines Aussehens, rote Haare, Sommersprossen, schäbig aussehend, muss wohl ein Weasley sein, beleidigt haben, gibt Draco mit seiner ausgestreckten Hand Harry einen Ratschlag. Du wirst bald herausfinden, dass einige Zaubererfamilien viel besser sind als andere, Potter. Du willst dich doch nicht mit den falschen Leuten anfreunden, da kann ich dir helfen. Er streckte seine Hand aus, um Harrys Hand zu schütteln. Im Buch lehnte Harry dieses Angebot natürlich schnell ab und der Satz endet mit, aber Harry lehnte ab. Aber was wäre, wenn er es getan hätte? Was wäre, wenn er in diesem einen Moment gezögert hätte, nur ganz leicht, innegehalten hätte, gerade lange genug, um zu denken, nun, was kann es eigentlich schaden, sich alle Optionen offen zu halten? Wer weiß schon, wer diese beiden Jungen sind? Wer kann schon sagen, dass Ron Weasley ein besserer Verbündeter wäre als Draco Malfoy in dieser neuen, einschüchternden Welt, in die ich hineingeworfen worden bin? Wie ich bereits sagte, ist Harry jung und sehr beeinflussbar. Er wurde in eine magische Welt hineingeschleudert, ohne sie vorher zu kennen. Und jetzt wird er in Drucksituationen gebracht, in denen er auf der Stelle beurteilen muss, welche Gesellschaft die richtige für ihn ist. Aber ich sage auch Folgendes. Harrys Bereitschaft, Dracos Handschlag anzunehmen oder abzulehnen, ist nicht unbedingt etwas, was damit zu tun hat, in welches Haus er am Ende landen würde. Es bedeutet nur, dass die Dinge für ihn etwas unangenehmer werden könnten, wenn er nach Slytherin einsortiert wird, weil er stattdessen die Freundschaft von jemandem aus einem rivalisierenden Haus gewählt hat. Wie auch immer, für das Video gehe ich davon aus, dass Harry Dracos Handschlag akzeptiert hat, eine Entscheidung, die ihn bereits in eine ganz andere Richtung lenken würde, als den Harry, den wir kennen. Und so, anstatt Draco sofort abblitzen zu lassen und sich einen Feind zu machen, streckt er die Hand aus. Vielleicht tut er das, während er auf den Boden schaut und sogar ein wenig errötet. Er schämt sich ein wenig dafür, dass er sich nicht für Ron eingesetzt hat, der gerade so nett zu ihm gewesen war.
Als sie in Hogwarts ankommen und die Sortierzeremonie beginnt, hört sich Harry zusammen mit den anderen Schülern das Lied der Sortierhüte an und achtet dabei besonders auf die folgenden Strophen. In deinem Kopf ist nichts versteckt, was der Sortierhut nicht sehen kann, also setz mich auf und ich werde dir sagen, wo du hingehörst. Die Schüler werden ihren Häusern zugewiesen und Harry sieht, wie Malfoy, sein neuer und möglicherweise einziger Verbündeter, Mitglied des Hauses Slytherin wird. Was kann also so schlimm daran sein, in ein Haus mit jemandem einzutreten, der ihm angeboten hat, ihm die Welt der Zauberer zu zeigen? Und dann, wie als Antwort auf diesen Gedanken, als Harry zu seiner Einstufung aufgerufen wird, teilt der sprechende Hut mit: Du könntest großartig sein, weißt du? Das ist alles nur in deinem Kopf und Slytherin wird dir auf dem Weg zur wahren Größe helfen, daran besteht kein Zweifel. Und anstatt sich dagegen zu wehren, nimmt Harry es an und denkt, dass das gar nicht so schlecht klingt. Schließlich ist Slytherin nicht von Natur aus schlecht, trotz des Grün, mit dem es gezeichnet wird. Aus Harrys Sicht könnte er sich fragen, warum es überhaupt als Haus in Frage käme, wenn es so schlecht wäre, wie manche Leute sagen. Hausvoreingenommenheit ist eine sehr reale Sache und es hat sich nicht einfach so ergeben, dass Harrys anfängliche Freundschaften in der bestehenden Geschichte aus Schülern bestanden, die aus Gryffindor kamen. Natürlich waren sie für Gryffindor und gegen Slytherin. Sie sind Rivalen. Als der sprechende Hut erklärte, dass Harry tatsächlich ein Slytherin sei, wäre für ihn nichts mehr wie vorher gewesen. Der große Unterschied wäre natürlich seine Freundschaft in Hogwarts gewesen. Es ist schwer, beste Freunde im rivalisierenden Haus von Gryffindor zu haben, vor allem wenn man eine dieser Personen schon beleidigt hat, bevor man sie überhaupt richtig kennengelernt hat. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass Harrys neuer Freund Draco, Hermine Granger, ein Schlammblut oder eine Hexe, die von Muggeln-Eltern geboren wurde, als akzeptable Gesellschaft akzeptiert hätte. Und so hätte Harry weiterhin eine Freundschaft mit Draco entwickelt. Diese Bindung hätte wahrscheinlich Crabbe und Goyle aus Dracos unmittelbarer Mannschaft verdrängt. Wer braucht schon Leibwächter, Freunde, wenn man den großen und berühmten Harry Potter als besten Freund hat? Aufgrund von Dracos Interesse an Quidditch oder zumindest seinem Interesse in der Mannschaft zu sein, hätte Harry vielleicht trotzdem in diesem Sport spielen können, aber halt für das Haus Slytherin. Vielleicht hätte er den damaligen Sucher von Slytherin, Terence Higgs, in seinem ersten Jahr in Hogwarts absichtlich verdrängt, angetrieben von seiner sich entwickelnden Boshaftigkeit. Oder vielleicht hätte er gewartet, bis Lucius Malfoy, Dracos lieber Vater, der gemeinsamen Quidditch-Mannschaft im zweiten Jahr genügend Nimbus 2001, dem besten Besen, gespendet hätte, was dazu geführt hätte, dass sowohl Potter als auch Draco in die Mannschaft aufgenommen werden. Harry und Draco mögen sich darum gestritten haben, wer den Sucher spielt, aber irgendetwas sagt mir, dass Harry die Rolle verdient hätte, da er der talentierte und berühmte Harry Potter ist. In jedem Fall glaube ich, dass Harry sich immer noch für das Quidditch-Spiel begeistert hätte, nur eben in einer anderen Mannschaft. Ähnlich wie seine Freundschaften wären also auch Harrys andere Beziehungen davon betroffen gewesen, vor allem diese zu seinen Mentoren. Anstelle von Albus Dumbledore, dem Schulleiter von Hogwarts, wäre der Leiter des Hauses Slytherin, Severus Snape, die naheliegende Wahl gewesen. Mit Harrys Einstufung in Slytherin statt Gryffindor hätte Snape vielleicht eher seine frühere Verbindung zu Harrys Mutter Lily aufgedeckt und weniger Ähnlichkeit zwischen Harry und seinem Vater James gesehen, der natürlich ein Gryffindor war. Mit Snape als Harrys Mentor hätte es für Dumbledore wenig Grund gegeben, sich so sehr in Harrys Leben und seine Entwicklung in Hogwarts einzumischen, da er bereits die Führung von Severus Snape gehabt hätte. Und da Draco Leute wie Hagrid offen als Gesindel bezeichnete, wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass Harry weiter Kontakte zu einem niederen Schulhausmeister pflegte. Auch Harrys Liebesinteressen und romantische Neigungen wären davon betroffen gewesen. Es ist schwer vorstellbar, dass er nach so vielen Jahren des bösen Blutes zwischen Harry und Ron eine Romanze mit Ginny Weasley anfängt, was eine direkte Folge des Händedrucks mit Draco gewesen wäre. Ich schätze, es ist möglich, dass er immer noch eine Beziehung mit Ravenclaw Cho Chang hat,
aber irgendwas sagt mir, dass diese Vision von Harry mehr an jemandem interessiert gewesen wäre, der etwas weniger nett und etwas rücksichtsloser ist. Zum Beispiel Pansy Parkinson, die Anführerin einer Mädchenbande aus dem Haus Slytherin, die oft mit Draco und seiner Bande in Verbindung gebracht wurde. Ich denke, wenn Harry in Slytherin einsortiert worden wäre, hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit die Rolle übernehmen können, die Draco in jedem der Bücher spielt und Malfoy als Bösewicht ersetzen können. Als Waisenkind, das seine Eltern in so jungen Jahren verloren hat und von seiner Großfamilie während seiner gesamten Kindheit schwer misshandelt wurde, scheint es wirklich nicht so weit hergeholt, dass Harry der Antagonist der Serie hätte werden können, anstatt ihr Protagonist zu sein. Kannst du dir das vorstellen? Eine bösartige Version von Harry, die Draco in jeder der Malfoy-Szenen ersetzt? Ich nicht wirklich, es wäre aber möglich. Aber was denkst du? Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.